bin Nathalie von Emporia Brava News und wollte Sie mal gerne fragen über die Geschehnisse und Ereignisse mit dem Covid, was Sie da gehört haben oder ob Sie sich hier sicher fühlen, wie Ihr Eindruck hier von Emporia Brava ist. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite in Köln, komme aus Bonn und manchmal, wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin in Köln, was ich auch beruflich machen muss, fühle ich mich unsicherer als hier am Pool. Also die Auflagen hier, die sind relativ hoch. Man achtet sehr auf Abstand, auf Desinfektion. In jedem Laden, den man reingeht, Desinfektionsmittel an jede Möglichkeit. Da laufen Leute über den Strand, die darauf achten, dass die Abstände eingehalten werden, wenn man hier sich breit macht. Von daher fühle ich mich total sicher, wenn man sich danach richtet, also wenn man ein bisschen darauf sich einstellt, ins Restaurant geht, wenn es nicht gerade so voll ist, in die Einkaufszone geht, wenn es gerade so voll ist. Wir kennen das seit Jahren, wir wissen genau, was hier los ist, wenn Hauptsaison ist. Dementsprechend kann man sich dann auch verhalten, wenn man in solchen Hausaufenthaltssituationen ist. Also Sie kommen öfters nach Emporia? Ich selber bin durch meine Frau hierher gekommen. Ich habe meine Frau vor 30 Jahren kennengelernt und bin direkt im ersten Jahr mit hierher geschleppt worden von den Eltern noch. Ah, sehr gut. Als junger Bursche, unverheiratet. Ich habe mich sogar hier verlobt mit meiner Frau, mit meiner jetzigen Frau. Meine Frau fährt mit ihren Eltern schon seit ihrer Kindheit hier nach Emporia. Nicht jedes Jahr, aber regelmäßig. Also immer wieder zurück nach Emporia, weil es sich einfach auch immer wieder zeigt, dass die Möglichkeit hier einfach genial sind. Ja. Klar, am Strand brauchen wir ja keine Maske zu tragen. Wir haben jetzt genug Sicherheitsabstand. Aber halt, wenn man dann unterwegs ist, dann trägt man schon die Maske und da machen sie auch mit. Da mache ich auch mit. Also ich finde es auch unmöglich, wenn ich Leute sehe, die die Maske dann am Kinn tragen oder einfach gar nicht tragen. Gibt es leider auch, gibt es auch hier. Aber im Vergleich zu Deutschland, in Deutschland gibt es keine Maskenpflicht außerhalb auf der Straße, nur in den Supermärkten. Und da ist es schon, ein Unterschied. Also es ist okay, man muss sich daran gewöhnen, aber man kann sich, wenn man sich so verhält, kann man sich wunderbar hier ausbreiten und bewegen. Ja, es wurden auch von Castelló wurden auch extra Leute eingestellt, die darauf achten, dass alles separiert wird, dass die Abstände eingehalten werden am Strand. Familien können natürlich zusammen sein, aber der Abstand soll halt eingehalten werden. Und das finde ich auch eine gute Idee, dass Leute darauf achten. Und das haben Sie auch, glaube ich, mitbekommen. Auf jeden Fall. Ne? Also ich habe es jeden Tag gesehen, dass die jungen Menschen hier mit ihren T-Shirts sind ja extra dann gekennzeichnet, die dafür aufpassen. Selbst die Polizei fährt hier regelmäßig mit ihrem Quad durch und kontrolliert. Und die sind auch rigoros, ziehen auch Leute auseinander dann und diskutieren auch mit den Leuten. Da gibt es dann auch schon mal Diskussionen, aber im Großen und Ganzen merkt man dann auch, dass andere Familien dann, also die schon länger zusammen irgendwo im Abstand liegen, da kommt dann einer dazwischen, der meint, auch da kann ich mich ja hin platzieren. Nee, so geht das nicht. Und dann wird dann auch aufgeklärt, was hier Sache ist. 4 Meter Abstand. Ja, was die Normen dann hier in Spanien sind. Genau. Ne? Ja, das stimmt. Das ist auch. Bleiben Sie jetzt noch länger hier? Ja, leider nicht. Freitagnacht geht es wieder zurück nach Deutschland. Ja, und dann wird es natürlich erstmal unangenehm, weil deutsche Grenze überschreiten in Trier. Erstmal einen Test machen. Hoffen, dass alles gut geht. Ich gehe davon aus, weil wir haben uns nicht irgendwie in so Hotspots aufgehalten, sodass ich da keine Probleme sehe. Das wird sich auch in den nächsten 2 Tagen nicht mehr ändern. Ja klar, Sie können ja den kostenlosen Test in Deutschland machen, aber Sie haben ja auch die Möglichkeit, hier den Test vorab zu machen und dann 48 Stunden später können Sie den ja dann haben und mitnehmen. Das wäre die zweite Möglichkeit. Aber das liegt natürlich jedem selber überlassen, was er dann gerne machen möchte. Müssen wir halt nochmal diskutieren, wir sind zu viert, wie die Meinungen sind. Das wäre dann spätestens morgen, müssen wir es machen. Was sicheres oder ich weiß auch im Moment gar nicht, wie in Trier so der Anlauf ist, ob man da jetzt noch stundenlang warten muss, bevor man drankommt oder es relativ reibungslos geht. Und natürlich über diese lange Distanz im Auto sitzt, dann ist man froh, wenn man dann in Bonn ankommt. Aber das ist halt ein besonderes Jahr. Ich hoffe, nächstes Jahr ist es nicht mehr so. Ja, wir hoffen alle. Man kann beklagen. Ich glaube, die ganze Welt hofft das, ne? Dass das im Grunde irgendwann sich in Luft auflösen könnte.
Dann also wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Urlaub noch, Resturlaub bis Freitag. Grüßen Sie mir Köln, ich komme aus Aachen, deswegen, wir sind ja ganz in der Nähe. Und das war es eigentlich vom Strand von Empuja Brava. Wir haben jetzt mal eine Meinung gehört. Jetzt haben wir ja gehört von einem Touristen, der gerne Empuja Brava besucht, schon seit vielen, vielen Jahren und weiß auch, wie es hier ist. Und er fühlt sich halt sicher und ich hoffe, das ist auch so rübergekommen, dass also nicht so alles, was in den Medien gesagt wird oder gezeigt wird, auch das alles so ist. Ich danke euch, liebe Grüße und sonnige Grüße von mir aus Empuja Brava. Eure Nathalie von Empuja Brava News. Tschüss!